Wir starten heute mit dem Modul, was eigentlich gestern schon dran war, aber war richtig gut, dass wir gestern nochmal die extra Runde gedreht haben und die Markenversprechen nochmal fix gemacht haben, die Mission fix gemacht haben, weil das ist letztendlich auch das, worauf wir jetzt heute und vor allem dann auch nächste Woche, wenn es um das Thema Marketing geht, aufbauen werden. Okay, einen schön. Tag mit 110% Produkt. Yeah, im Bad. Für mich sich so als Main-Konzept durch so meinen Ansatz, wie ich Produkte kreiere, durchzieht, ist das Lean Startup-Prinzip. Wer von euch hat davon schon mal gehört? Kann man anheben? Ah, Hälfte, okay. Das geht zurück auf Eric Ries, Amerikaner, der so einen Kreislauf aufgestellt hat, und der besteht aus drei Komponenten. Wie der einfachste Businessplan der Welt, ich liebe drei Komponenten. die erste Komponente ist Build, also ich kreiere irgendetwas. Die zweite Komponente ist Measure, also ich messe quasi, was eigentlich passiert ist. Also ich habe meine Hypothese getestet und messe, was dabei rumgekommen ist. Und die dritte Komponente ist Learn. Ich lerne aus dem, was ich da letztendlich gemessen habe. Und dann gehe ich wieder von vorne in den Kreislauf und baue wieder neu. Das heißt quasi, ich habe so eine erste Hypothese. Ich denke, oh, Menschen könnten das und das brauchen. Dann kreiere ich so eine ganz basic Version, die gerade so funktionieren würde, wo man gerade so versteht, was ich eigentlich genau vorhabe, gebe das raus, hole mir darauf Feedback ein, dann sagen die Leute, ah, okay, das war geil und das war blöd und das habe ich nicht verstanden, und dann lerne ich daraus wieder, muss die Dinge, die nicht verstanden wurden, besser kommunizieren, das, was blöd war, lasse ich raus und das, was geil war, das verstärke ich, und dann baue ich das wieder ein. Und dieses Prinzip ist so wertvoll, weil es quasi gewährleistet, dass wir eben nicht super viel Zeit verschwenden, indem wir uns erstmal 2 Monate lang im stillen Kämmerlein einschließen und ein Produkt bauen und das dann rausgeben, und letztendlich versteht es keiner und es liefert nicht den idealen Mehrwert, und das, was die Leute eigentlich brauchten, daran sind wir am Ziel vorbeigeschossen. Und das ist natürlich super nervig, weil wir dadurch eine Menge Zeit gewastet haben. Von daher ist es so wichtig, dass bevor wir mit der ganz konkreten Umsetzung beginnen und das fertige, finale Produkt bauen, immer ganz viele von diesen Messen und Lernenschleifen einbauen, um einfach die Qualität zu erhöhen. Das bedeutet, wenn ihr das erste Mal das Produkt launcht, vielleicht auch insbesondere für dich, Danny, wenn das erste Mal das Produkt rausgeht, dann ist es gar nicht so sinnvoll, wenn es direkt die perfekte Qualität hat und direkt so ist, wie du es dir in deinem Kopf eigentlich vorstellst, weil das um einiges mehr Zeit braucht, als wenn du jetzt mal so eine geile 80%-Version rausgeben würdest und dann da Feedback einholst und dann anhand dieses Feedbacks dein Produkt verbesserst, weil das einfach dazu führt, dass direkt, also ich glaube, ihr alle seid ein ziemlich große Experten für euer Thema, ihr wisst, was in diesem Kurs drin sein muss, aber was ihr noch nicht wisst, ist, in welcher Reihenfolge muss der Content strukturiert sein und welche Tools braucht es, dass die Leute optimal da durchlaufen können. Weil einfach nur, indem ich jetzt jemandem den Content gebe, funktioniert vielleicht für euch, weil ihr schon so tief drin seid und so hohes Commitment habt, aber ihr wisst gar nicht genau, welche Aufgabe braucht es zu welcher Zeit und wie viel oder wie wenig sollte man eigentlich am Tag oder pro Woche von den Leuten abverlangen, dass sie halt nicht aussteigen. Weil letztendlich ein Produkt nützt nur dann was, wenn jemand wirklich damit arbeitet und wenn jemand wirklich dranbleibt bis zum Ende. Wilkins, sag doch mal was. Was willst du sagen? Sag doch jetzt einfach mal was. Schöner Tag heute, oder? Sonne scheint. Michi strahlt. Felix strahlt. Alles schön. Oh, das ist mega geil. Das ist mega geil. Ja, was isst du? Früchteauswahl. Papaya, Dragonfruit, Mango und Banane. Was ist die Angst, dass derjenige denkt so, das ist ja jetzt irgendwie so eine Basic-Version, die eigentlich scheiße ist, und warum sollte ich die jetzt kaufen? Genau. Indem du, kommen wir auch gleich nochmal, haben die drei Beispiele, die wir heute durcharbeiten, indem du aktiv das kommunizierst, indem du sagst, also quasi, es gibt ja anhand dieser Vorgehensweise, gibt es für den Kunden einen Vorteil und es gibt einen Nachteil. Der Nachteil ist, er hat noch nicht das fertige Produkt. Ja. Aber der Vorteil ist, er kann das Produkt mitbestimmen. Ja, okay. Das bedeutet, er bekommt nicht etwas vorgesetzt, was irgendwie dann vielleicht gar nicht optimal an seinen Needs arbeitet, sondern was ich dann machen würde, wenn wir jetzt gleich nochmal ein Beispiel kommen, wenn nämlich das, was Laura bei der letzten Talentschmiede ausgearbeitet hat, einmal durchgehen, weil das für mich das sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Du kommunizierst erstens, ich will den perfekten Kurs produzieren, fange jetzt gerade damit an, ihr seid meine erste Gruppe in einem kleinen Rahmen,
nicht super viele Leute, 20, 30, 40, 50, kleiner Rahmen, und dann denen sagen, ihr könnt aktiv mitbestimmen. Das heißt, es gibt dann regelmäßige Feedback-Mechanismen, wie zum Beispiel wöchentliche Live-Q&As und so weiter, Fragerunden, wo halt eben es eben nicht starr vorgegeben ist, der Content, sondern sie sehr individuell fragen können. Das heißt, sie haben mehr Zugriff auf dich und deine Zeit als letztendlich beim fertigen Produkt. Was ihr ja auch gemacht habt, ist, dass es beim ersten Mal einfach günstiger war. Genau, wenn man das auch kommuniziert. Ja. Ne? Es ist jetzt gerade noch nicht das fertige Produkt, dafür kostet es aber auch weniger. Ja. Das ist also gerade bei deiner Zielgruppe wahrscheinlich. Ja. Okay. Also ich finde, für den Kunden ist, wenn man jetzt wirklich preis-leistungsmäßig unterwegs ist, die erste Variante definitiv nicht schlechter als die späteren. Für manche bestimmte Kunden, die ein recht betreuungsintensives Problem gerade haben, wo eben genau diese Interaktionskomponente extrem wertvoll ist, unter Umständen sogar besser, weil sie Zeit sparen und mehr auf dich und deine Zeit zugreifen können. Nicht full in auf Basis von irgendwie Vermutungen und Hypothesen in ein Produkt reinzurennen, sondern halt Stück für Stück die ganzen Dinge anzutesten und auch so diesen Perfektionismus über Bord zu werfen und okay damit zu sein, dass jetzt beim ersten Launch werden wir noch nicht das perfekte Produkt haben. Werden wir einfach nicht, weil es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und das ist besser dann zu sagen, okay, dann gehe ich einen Ticken schneller raus, hole mir schneller Feedback, bin vielleicht nicht mit dem ganz perfekten Produkt unterwegs, damit ich vermeide, nicht komplett in die falsche Richtung zu rennen und langfristig halt auch eine höhere Qualität erzielen kann. Schreib's dann demjenigen über Instagram nach und sagst, ey, ich habe mir was überlegt, hast du heute oder morgen Zeit, sag mir kurz, wann es dir passt, dann sprichst du mit demjenigen wieder im Call und sagst, also, wir haben herausgearbeitet, du stehst an dem Problem, du stehst an dem Standpunkt, hast dieses Problem, brauchst genau diese Dinge zur Problemlösung, ich könnte dir das anbieten. Was ich mir gedacht habe, wir könnten zwei Einzelstunden machen, eine jetzt am Wochenende und eine nächste Woche, und dann bin ich ziemlich sicher, dass du das Problem gelöst hast und dass ich dir genau die Dinge mit auf den Weg gegeben habe, die du da letztendlich brauchst. Kostenpunkt für dich wäre folgendes: Überlegst dir, was wäre für dich ein geiler Gegenwert, aber auch was wäre für den Kunden etwas, wo er sagt, okay, das bin ich bereit zu investieren, und bietest unbedingt eine Geld-Zurück-Garantie an, dass du die zwei Stunden gemacht hast. Und am Ende der zwei Stunden, wenn derjenige sagt, so, okay, das hat mir jetzt eigentlich gar nicht wirklich geholfen, sagst du, du musst gar nichts bezahlen. Die Person muss erst bezahlen, wenn die zwei Stunden vorbei sind und wenn sie sagt, okay, das hat jetzt mich wirklich vorangebracht. Und klar, natürlich, dann kommt jetzt immer wieder, man kann das ja ausnutzen, dann nimmt man die zwei Stunden bei dir mit, lernt ganz viel und sagt, es hat mich nicht weitergebracht. Der Punkt ist, wenn du authentisch kommunizierst, dann dadurch, dass du ja auch, es ist ja nicht ein Online-Produkt, wo ich jetzt einfach auf den Knopf drücke und das dann zurückgeben kann, sondern die allerwenigsten Menschen würden, wenn du wirklich mit denen zwei Stunden gesprochen hast und denen wirklich weitergeholfen hast, dann am Ende dir in die Augen gucken und sagen, Mariana, das hat mir nicht geholfen, ich will letztendlich nichts dafür bezahlen, würde niemand machen. Und wenn es doch jemand macht, dann weißt du, das ist eine Person, die langfristig nicht in deiner Community sein wird, und dann ist auch okay. Ja. Wenn jetzt der Plan ist, von so einem Einzelcoaching-Format wirklich zu leben, würde ich genau das machen, um einfach, dass es einfach erstmal funktioniert. Ja. Ich sehe dieses Einzelcoaching aber eigentlich als Test, denn nicht die finanzielle Komponente, die dann am Ende auf meinem Bankkonto landet, ist mir eigentlich egal. Ja. Es geht mir eher um das Feedback, was ich dadurch sammle, um dann vielleicht mit 5 Leuten im Einzelcoaching zu arbeiten, um dann den Kurs zu produzieren und mit dem Kurs Geld zu verdienen. Verstehe. Also es kommt halt voll drauf an, was unser Plan ist. Ja. Nichts, wenn wir jetzt, zumindest wenn wir jetzt erstmal beginnen, würde ich trotzdem immer erst das Ganze nicht aus der finanziellen Komponente, sondern aus der Testing-Komponente sehen. Ja. Und na klar, wenn wir sagen, ich würde gerne einen Stundensatz von 80 Euro haben und der funktioniert, geil, raus damit. Mhm. Aber wenn wir im Einzel halt mit demjenigen feststellen, der ist
Student wohnt noch zu Hause und wir sagen dem, damit wir das Problem gelöst bekommen, müssten wir aus meiner Sicht 5 Sessions machen, Stundensatz 80 Euro, hier 400 Euro. Dann sagt er wahrscheinlich, okay, auf meinem Bankkonto sind gerade 112 Euro und ich muss mir noch nächste Woche was zu essen kaufen. Dann hätten wir riesen Mehrwert verschenkt, wenn wir das nicht machen würden. Genau, ja. Genau. Mhm. Also, aber es ist super wertvoll, dass du sagst, es ist halt immer wichtig, mit welcher Haltung wir das machen. Genau. Mache ich das mit der Haltung von, okay, meine Leistung ist eigentlich nicht mehr wert und ich kriege auch nicht mehr davon und deswegen mache ich jetzt mal 20 Euro die Stunde, Ja. Dann sollte man das auf jeden Fall hinterfragen. Mache ich das mit der Haltung von, ich nehme diese 20 Euro die Stunde mit, nicht weil ich sie haben will, sondern weil ich das Feedback haben will. Und das ist ein netter Side-Effekt. Ich werde quasi bezahlt fürs Lernen. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Auch wenn es nicht so viel ist, mach das mit 3, 4, 5 Kunden, um zu lernen, was die brauchen, um dann ein Produkt zu kreieren und dann damit Geld zu verdienen. Mhm. Das ist halt immer die Frage, was ist quasi der weitere Fokus? Ist das das Ende der Fahnenstange? Und ich bin dann bei meinem 20-Euro-Stundensatz festgelegt und muss dann die Woche 50 Coachings machen, um zu überleben. Dann ist natürlich fragwürdig. Videos, da habe ich eigentlich gedacht, okay, ich muss die perfektesten Videos aufnehmen, die perfektesten Workout-Videos, deswegen geht es ja gar nicht, ich brauche erstmal so und so viel 1000 Euro, um das Ganze aufzunehmen, die geilste Location und so weiter, bis ich dann hier gelernt habe, hey, du kannst es auch eigentlich über Zoom oder über Appear-In machen und das hat mir so eine unfassbare Freiheit einfach gegeben, weil ich dachte, okay, krass, wie cool ist das denn? Live ist sowieso irgendwie nochmal lustiger und witziger und das war wirklich der absolute Wahnsinn, als ich dann live gegangen bin und dann gesehen habe, die Frauen kochen wirklich, in ganz Deutschland stehen die alle in der Küche, die eine hat noch eine kleine Maus hier mit dabei auf dem Arm, die andere kocht damit, hier die Gurke, da die Gurke, das ist so witzig gewesen, es hat echt nochmal so einen ganz anderen Charme gehabt irgendwie und das fand ich super, super toll und deswegen konnte ich halt auch direkt rausgehen, ne? Dass ich hatte ein Body-Workout-Video vorher aufgenommen. Immer montags haben die mein Body-Workout-Video gemacht, das habe ich hier direkt bei der Talentschmiede aufgenommen und 2 weitere Workout-Videos in der Woche haben die eben live mit mir bekommen. Diese Instagram-Umfragen, diese Story-Umfragen ist das beste Tool der Welt. Das ist so geil. Du kannst dadurch alles machen. Immer Umfrage machen, dann das Ding launchen, dann nehmen, vor allem auch deswegen liebe ich diese Umfragen mit, wer will dabei sein und wer überlegt. Alle, die überlegen, schreibst du ebenfalls eine Nachricht, sagst, ey, welche Fragen hast du? Ich bin gerade dabei, den Kurs zu erstellen. Was willst du wissen und so. Hast du schon gemacht? Können Sie nämlich nicht nein. Okay. Ja, also ich war ja ständig im Austausch, habe überall gefragt. Was sind gerade deine größten Herausforderungen? Oder wenn mir jemand geschrieben hat, ich freue mich so oder irgendwas. Ja. Hey, gibt's was, was dich gerade besonders interessiert? Sammel alles. Geh mal schlafen, du bist total übermüdet. Du siehst gar nicht mehr durch. Du siehst doch echt bemitleidenswert aus. Spaß, Diggi. Ja, geile Kohlenhydrate und Kalium. My pot is your pot. Eat time, drop with the who, him, hop with his own way, swag. Don't you like hip with the music? Jam, jam. Well, out in sun, no bringing the go-go. Okay, nice. Müssen wir zum Glück nicht. Das macht die Laura hier mit der Musik. Ja. Wir machen das mit dem Essen. Genau, Essen ist. Ja, komm her. Karek ist die Beste hier. Da kümmert sich so gut um uns. Rot ist ja. Ich will auch ins Wasser. Nein!
Bye. Bye bye. Daddy Makassi.